das Land. Kaiser! So, und jetzt übergebe ich natürlich auch das Wort. Du musst das schnell. Jetzt wird das bitte einstecken. Das ist für unseren YouTuber. Das ist schon an. Vielen Dank. Ja, liebe Plotner, liebe Thüringer, Wahnsinn. Ich bin begeistert. So, voller Saal, volle Bude, super Stimmung. Vielen, vielen Dank, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Herzlich willkommen, auch in meinem Namen, im Namen der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag. Ja, Stau, man muss ja mittlerweile damit rechnen, war etwas eingebremst. Ich entschuldige mich für meine Verspätung, höhere Gewalt, aber ich weiß, dass René habe ich gerade noch gehört, und Uwe sicherlich schon gut vorgelegt haben, schon ein wenig eingeheizt haben und Wichtiges aus der Kommunalpolitik und aus der Europapolitik referiert haben und euch auf den neuesten Stand der politischen Diskussion dieser beiden Ebenen gebracht haben. Ich will so ein bisschen noch hin und her wandern zwischen den Welten, kommunales, Landespolitik, Bundespolitik, große Weltpolitik. Ich will es nicht so lange machen, weil das Ganze ist ein Dialog und wir wollen auch miteinander ins Gespräch kommen. Das soll auf jeden Fall so sein und wir werden auch noch die Zeit haben und alle Fragen werden von uns beantwortet werden. Wo fängt man an? Ich weiß es nicht. Die Lage im Land ist völlig verrückt und es gibt kein Politikfeld mehr, wo dieses Land nicht einen enormen Reformbedarf hat. Und wenn ich gefragt werde, was macht dir, Björn, am meisten Sorge, dann fällt es mir mittlerweile schwer, diese Frage zu beantworten. Ich habe gerade eben kurz noch mit Berlin telefoniert, da haben wir gerade eine Bundestagsdebatte, Plenardebatte, und es ist ja oft so, dass wichtige Entscheidungen immer die Abendstunden des Hohen Hauses in Berlin verlegt werden. Heute Abend nach 20 Uhr soll das Nachrichtendienstgesetz reformiert werden. Wer hat schon mal den Begriff Nachrichtendienstgesetz gehört von euch? Hört sich so exotisch an. Das hat es aber in sich. Nachrichtendienstrechtgesetz, ja, das wird jetzt reformiert. Initiativ dafür ist Frau Faeser. Und wenn Frau Faeser sowas in die Hand nimmt, dann weiß man, dass da nichts Gutes bei rauskommen soll. Wir haben ja in den letzten Jahren schon immer wieder als Opposition unter diesem übergriffigen Staat gelitten. Ich erinnere an das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das 2017 verabschiedet worden ist. Seitdem haben wir eine ausgeprägte Internetzensur. Ich denke an die Übergriffigkeit des sogenannten Verfassungsschutzes, eines inneren Geheimdienstes der Opposition, beobachtet und auch zersetzt. Gibt es so nur in Deutschland, im besten Deutschland aller Zeiten. Ich denke an das Problem mit weisungsgebundenen Staatsanwälten, die mir immer mehr Sorge machen. Ich habe das Gefühl, die Justiz hat in Deutschland auch schon eine Schlagseite und entwickelt sich so ein bisschen in eine Richtung, die nicht gut ist für einen Rechtsstaat. Stichwort politische Justiz, Stichwort Rechtsprechung. Da werden Vergewaltiger und Mörder auf freien Fuß gesetzt und jemand, der ein Propagandadelikt begangen hat, der wird eingesperrt. So ein Ungleichgewicht, so ein Unrecht, meinen Augen, das führt eben auch dazu, dass der normale Bürger kein Vertrauen mehr in den Rechtsstaat hat. Ja, und wie gesagt, die Geheimdienste sind ja scharfe Schwerter in der Hand des Staates, militärischer Abschirmdienst, Verfassungsschutz, weil die mit geheimdienstlichen Methoden uns ausspähen können. Und wenn das Gesetz heute Abend durchgeht, dann hat der Geheimdienst, dann hat der Verfassungsschutz das Recht, geheimdienstliche Informationen weiterzugeben. Über Oppositionelle, über Dissidenten, über Extremisten wie uns, an die Bank, an den Vermieter, an den Arbeitgeber, um aufzuklären, nur aufzuklären, über das zivil ungehorsame Verhalten des Mitbürgers, die Gefahr, die von dem Oppositionellen droht. Auch diese Informationen weiterzugeben, Pustekuchen mit Datenschutz, weiterzugeben an
demokratische Vereine. Das sind Vereine, die gut und gerne aus Steuergeld leben, aus dem Kampf gegen Rechts. Das sind linke und linksextreme Vereine. Die können in Zukunft, wenn dieses Gesetz heute Abend verabschiedet wird, vom Verfassungsschutz Informationen bekommen, um Dissidenten, um Oppositionelle anzuschwärzen. Liebe Freunde, das sind die Methoden der Stasi, die hier in der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 2023 fröhliche Urstände feiern. Und das wollen wir nicht und das müssen wir, wenn möglich, verhindern. Der Kampf um die Freiheit ist vielleicht der wichtigste Auftrag der AfD, denn diese Freiheit geht uns gerade verloren. Und ich habe heute noch mich an ein Zitat von Bärbel Bohler erinnert. Der ein oder andere kennt vielleicht noch die Dissidentin aus der Umbruchzeit, die Bürgerrechtlerin Bärbel Bohler. Die hat damals schon in einprägsamen Worten davor gewarnt, dass die Methoden der Stasi auch von den neuen Machthabern sehr genau studiert werden würden. Und die werden wieder angewandt, prophezeite Bärbel Bohler, die leider viel zu jung gestorben ist. Sie werden wieder angewandt, nur viel verdeckter, viel perfider, dann mit den Möglichkeiten der Gegenwart versetzt. Und genau so scheint es zu sein. Und das sollte uns mit großer, großer Sorge ja, bedenken und ausstatten. Aber trotzdem sollten wir diese Sorge ummünzen in Aktivität. Wir sollten uns dadurch nicht einschüchtern lassen, sondern wir sollten umso mutiger werden, damit wir die Freiheit und den Rechtsstaat in diesem Lande erhalten können und dann unsere Kinder weitergeben können. Das ist ein Auftrag der AfD, für die Freiheit zu kämpfen. Wir haben in der Corona-Zeit für die Freiheit gekämpft. Da haben wir die totalitäre Maske, nein, da war dieser Staat zum ersten Mal, so kannte ich ihn nicht, in meinen Augen partiell, temporär, zeitweise totalitär unterwegs. Die Menschen wurden, die Nadel getrieben, die Gesundheitsberufe mussten sich impfen lassen. Wer das nicht tat, wurde entlassen, wurde mit Bußgeldern belegt und so weiter und so weiter. Man konnte sich fast gar nicht mehr gegen diesen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit wehren. Das war totalitäres Gehabe. Ich denke an den Maskenzwang, ich denke an die Monate Unterrichtsausfall in unseren Schulen. Ich bin selbst Vater von 4 schulpflichtigen Kindern. Nein, eine studiert mittlerweile, 3 schulpflichtige Kinder. Die wurden gequält in den Schulen mit dieser Maske. Da ist eine Generation, eine Schülergeneration Corona herangebildet oder herangeunbildet worden. Und das werden wir nicht vergessen und das werden wir in der nächsten Legislatur im Thüringer Landtag mit einem Untersuchungsausschuss aufarbeiten. Freunde. Und wir haben da wirklich als AfD-Fraktion hart dran gearbeitet an diesem Thema in den letzten 3 Jahren. Wir haben immer wieder Informationsmaterial ausgefertigt, aktualisiert und wir haben recht gehabt mit der Kritik an unserem Staat und mit der Kritik an den Kartellparteien, denn alle alten Parteien haben dasselbe Lied gesungen, was die Corona-Politik angeht. Nur die AfD, die hat die Fahne der Freiheit hochgehalten und hat als Opposition den Job gemacht, den Opposition tun muss. Regierung zu kritisieren und immer wieder zu kritisieren. Darauf bin ich heute noch stolz und ich danke euch für euren Einsatz auf der Straße im Corona-Widerstand. Ja, die Teuerung ist ein riesiges Thema. Ich bin ja viel im Auto unterwegs, habe das Privileg, dass ich gefahren werde, habe dann auch mal Zeit, Briefe zu lesen. Dann habe ich heute, lese dann auch mal private Post, heute habe ich die Briefe meiner Autoversicherung aufgemacht. Ich habe 2 Autos, Lada Niva für Wiese und Wald, klar. Das ist ein Auto, den habe ich nur haftpflicht versichert. Ja, also da kann ruhig alles dran kaputt gehen, ist sowieso alles kaputt, aber fahren tut er immer, der gute alte Russe. 120 Euro. hat das Ding bis jetzt gekostet, wie gesagt, nur haftpflicht, jetzt kostet es 170 und dann habe ich noch einen Familienbus. Das ist so ein 8-Sitzer, so ein, ist kein VW-Bus, kann ich mir nicht leisten. Fiat Talento ist 10.000 Euro billiger, fährt aber genauso. Relativ neu die Kiste. Schadensfrei Klasse 31. Bin seit 31 Jahren unfallfrei unterwegs. Nicht schlecht. Vollkasko, weil er relativ neu ist. Und meine beiden Töchter, 18 und 20 Jahre, fahren das Ding als Führerschein Anfänger. Das macht die Sache natürlich teuer. Bis jetzt im Jahr bezahlt 1.300 Euro. Eben habe ich den Brief aufgemacht. Diese Rechnung beläuft sich jetzt für das neue Jahr auf
1734 Euro. Plus 40%. Plus 40% nur die Autoversicherung. Die entschuldigt sich natürlich für diese 40% Gebührenerhöhung oder Beitragserhöhung, verweist auf die allgemein gestiegenen Energiekosten, Preisexplosion, überall. Tja, so ist das, wenn man dieses Land in Grund und Boden regiert, der neue blaue Mut. Habt ihr die Map mal vor eurem Sitz gehabt? Genau. Da findet ihr den neuen blauen Mut. Müsste eigentlich drin sein. Ich hoffe, der neue blaue Mut ist drin. Unsere Fraktionszeitung. Da habt ihr auf der zweiten oder dritten Seite das Thema Teuerung. Da sind auch ein paar Zahlen drin. Diesel in den letzten 200 Jahren plus 40%. Gas plus 60%. Pellets plus 72%. Sonnenblumenöl plus 86%, die Nahrungsmittelpreise explodieren und sie werden auch weiter explodieren, denn jetzt steht die Erhöhung der Lkw-Maut an. Das wird natürlich auf die Transportkosten umgerechnet und natürlich auf die Preise am Ende umgerechnet. Und zum 1.1. gibt es einen neuen Aufschlag im Bereich der Luftsteuer. Also CO2-Bepreisung ist ja nichts anderes als Luftsteuer. Eben stand ich ganz kurz an der Tankstelle, da war ein Auto mit dem Aufkleber hinten dran, CO2 finde ich gut. Ja, finde ich auch gut, kann nichts zu sagen. CO2 ist prima. Sag ja zum CO2. Freunde, wir werden in Grund und Boden regiert, wir verarmen. Die niederländische ING-Bank hat schon vor einem Jahr eine Studie über Armut in Europa in Auftrag gegeben. Die Zahlen sind jetzt erst öffentlich gemacht worden in Deutschland. 30% der Deutschen haben überhaupt keine Ersparnisse mehr. Sie leben von der Hand in den Mund, sie leben von einem Tag auf den nächsten. 30%, Tendenz weiter steigt. Damit sind wir das vorletzte Land in Europa, in EU-Europa. Hinter uns ist nur noch Rumänien. Das haben die Kartellparteien zu verantworten, liebe Freunde, die dieses Land in Grund und Boden regieren. Wir haben ja gestern eine beeindruckende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes gab. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, die Corona-Hilfen, die sind ja dann durch eine ausgesetzte Schuldenbremse erstmal möglich geworden, dürfen nicht für Klimaschutzprojekte verwendet werden. Toll, dass das noch extra von einem Gericht festgestellt werden muss. Die Bundesregierung wusste das nicht oder hat es wieder besseren Wissens falsch gemacht. 60 Milliarden Loch im Haushalt, 60 Milliarden. Das politische Berlin munkelt, ja, das ist jetzt der Todesstoß in Anführungszeichen für die Ampelkoalition. Im Hintergrund ist schon alles klar, es soll eine neue große Koalition geben, CDU, SPD, die haben das schon ausgekaspert, die wollen die grünen Spinner loswerden, Merzer Kanzler werden. Ja, und dann geht diese Politik genauso weiter, genauso. Ein Merz wird die Energiewende nicht beenden. Ein Merz wird die Russland-Sanktionen nicht beenden. Ein Merz wird nicht aus der EU austreten. Der wird auch nicht den Euro abwickeln, der uns schon Milliarden, Hunderte von Milliarden gekostet hat. Ein Merz wird weiterhin die Politik Washingtons machen. Ein Merz wird keine politische Wende einleiten. Die CDU wird keine politische Wende einleiten. Deswegen brauchen wir im Bund und in Thüringen die AfD in Regierungsverantwortung. Nur wir werden eine politische Wende einleiten. Das große Thema neben der bedrohten Freiheit ist für mich die Migration, Freunde. Machen wir uns ehrlich, wenn wir das Thema nicht in den Griff kriegen, ist die Messe hier in Deutschland gelesen. 10 Millionen Zuwanderer seit 2015. 300.000 Erstasylanträge im Jahr 2023. Kosten pro Asylbewerber 3.500 Euro. In Summe dann nur für die, die jetzt eingewandert sind, über das Asylticket 10 Milliarden Euro. 50 Milliarden Euro Kosten durch verfehlte Migrationspolitik pro Jahr, das sind die offiziellen Zahlen und die inoffiziellen Zahlen, wenn wir die kommunale Ebene, die Landesebene, die Bundesebene und dann auch noch die EU-Ebene dazu nehmen, sind wir bei 100 Milliarden Euro Steuergeld, das ihr erwirtschaften müsst für illegale Zuwanderung. 100 Milliarden. René ist ja unser Rentenexperte, ich weiß nicht, ob du das den Vergleich gebracht hast. Mit diesen 100 Milliarden könnten wir das Rentenniveau in Deutschland auf einen Schlag um 25% ansteigen lassen. Das wäre Politik in deutschem Interesse. Das, Freunde. Messerkultur.
war vor 20 Jahren in Deutschland praktisch unbekannt. Ja, es gab immer mal wieder auch deutsche Verrückte, die mit dem Messer andere verletzt haben oder sogar getötet haben. Aber das waren wirkliche Einzelfälle. Mittlerweile ist das ein Massenphänomen. Man kann es anders nicht sagen. Das sind die Aussagen, die ich treffen kann, wenn ich die Kriminalstatistik des Landes Thüringen beziehungsweise die Kriminalstatistik des Bundes mir zu Gemüte führe. Gruppenvergewaltigung. Statistisch gesehen 2,1 Gruppenvergewaltigungen in Deutschland pro Tag. Freunde, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir vor 20 Jahren irgendwo mal eine Meldung hatten, dass es eine Gruppenvergewaltigung gegeben hat. 2,1 Fälle am Tag. Jenseits des Geldes, jenseits dessen, was uns dieser ganze Irrsinn kostet. Wir wissen, die meisten Asylzuwanderer, die werden nicht berufstätig. In NRW ist es so, dass über 50% der Bürgergeldempfänger, Bürgergeld ist ja auch so ein Taschenspielertrick, ein begrifflicher, über 50% sind Asylzuwanderer. Tendenz weiter steigend. Wir lassen Menschen in unser Land, die unsere Sozialversicherungssysteme plündern. Und versteht mich nicht falsch, die Menschen wären ja dumm, wenn sie nicht kommen würden. Sie wären ja dumm. Ja, das kann ich den Menschen nicht verübeln. Da sind viele arme Schlucker dabei. Aber das, was die Politik in Deutschland hier zu verantworten hat, ist auch gegenüber diesen Menschen unwürdig. Weil diese Menschen haben nichts gelernt. Sie haben keine Schulbildung. Sie sind wertemäßig so weit von uns unterschieden, dass sie hier gar nicht anders können, als in Parallelgesellschaften hier sich zurechtzufinden. Sie werden niemals hier zurechtkommen und ihren Beitrag leisten. Jedenfalls die Mehrheit nicht, die Masse nicht. Und das ist auch eine inhumane Politik, wenn man diese Menschen ohne Perspektive nach Deutschland lockt. In Thüringen platzen die Erstaufnahmeeinrichtungen aus allen Nähten. Wir sind jetzt in den nächsten Wochen noch in Suhl, wir sind in Hermsdorf. Hermsdorf 750 Insassen, muss man ja fast sagen, die dort leben in einer Fabrikhalle. Die Krätze ist ausgebrochen. In Suhl 1500. Die Menschen werden verrückt in Suhl, wenn man mal durch die Straße geht. Und sich mit den Menschen da unterhält, die da als Anwohner unterwegs sind, sagen, wir können unser Leben nicht mehr leben. Es ist nicht mehr möglich, da ein normales Leben zu leben und die Politik macht nichts. Und die Migrationsbeauftragte des Landes Thüringen, die fordert, dass das Landesaufnahmeprogramm für Afghanistan auch über den 31.12.2023 aufrechterhalten wird. Ja, Inshallah, Bodo, könnt ihr schon erinnern, 2015, Inshallah, das ist der schönste Tag in meinem Leben. Das war Bodo Ramelow. 10 Millionen sind gekommen auf den Ruf, unter anderem von Bodo Ramelow, der schönste Tag in seinem Leben. Und er kriegt den Hals nicht voll, die Migrationsbeauftragte kriegt ihn nicht voll, die kämpfen um jeden illegalen Migranten, der nach Thüringen kommt. Da wird um jeden Einzelnen gekämpft. Und jetzt fragte mal ganz zögerlich ein Landrat, das war nicht Robert Sesselmann, das war einer von den Altparteien, wir müssen uns die Frage stellen, was wir mit den ganzen Menschen machen, die zu uns kommen. Ach, ich meine, späte Einsicht ist besser als gar keine Einsicht, versteht mich nicht falsch. Aber das haben wir schon 2015 gesagt und dafür sind wir zu Nazis erklärt worden und zu Rechtsextremisten erklärt worden. Ja, finales Denken, das ist den Kartellparteien nicht gegeben und das wird dort wahrscheinlich auch niemals einziehen. Die Auswirkungen der Masseneinwanderung sind eine Katastrophe. Das große Thema des aktuellen Blauen Mutes, Babylon im Klassenzimmer. Ich bin selbst 15 Jahre Lehrer gewesen. Wir hatten damals schon Probleme mit Multikulti-Klassen. Aber den Zustand, den wir jetzt haben, der spottet je der Beschreibung. Wir haben in Erfurt mittlerweile eine Grundschule mit 65% Kindern mit Migrationshintergrund. Die hat noch zusätzlich 15% Stundenausfall. Freunde, was kommt denn da noch bei raus? Da kann doch gar nichts mehr rauskommen. Deutschland ist als Bildungsnation im freien Fall. Lest euch den Artikel durch, gebt die Zeitung weiter. Es lohnt sich wirklich, dass wir unsere Mitbürger aufklären, die noch schlafen. In allen Bereichen tangiert uns die aus dem Ruder gelaufene Migration. In der blauen Mappe ist auch die Potsdamer Erklärung der Fraktionsvorsitzenden Ost. Die haben wir im März diesen Jahres erarbeitet und verabschiedet. Da wird deutlich gemacht, das, was die CDU-Gronden jetzt wieder fordern, weil sie gerade im Opposition spielen. Wir brauchen eine Obergrenze von 200.000 im Jahr. 200.000 im Jahr. Das war doch schon mal, genau, 2015 war es Seehofer, oder? 200.000, das sind die alten Kamellen, nee, Freunde. Das reicht nicht mehr. Wir brauchen eine Obergrenze von minus 200.000 im Jahr. Und das habe ich auch schon auf dem Domplatz in Erfurt gefordert, im Jahre 2015. Diese Remigrationspolitik, die wird nur von der AfD in die öffentliche Debatte eingespeist. Remigration. Wir müssen die illegalen Einwanderer rauskriegen aus Deutschland. Asylrecht ist ein Recht auf Zeit.
Wer sein Aufenthaltsrecht verwirkt hat, weil er kriminell geworden ist, weil er betrogen hat, der fliegt raus. Kein Familiennachzug. Wo steht denn das geschrieben, dass wir die Familie nachziehen lassen müssen? Kein Familiennachzug. Umstellung von Geld auf Sachleistung, die Pull-Faktoren rausnehmen. Und die AfD, und das ist auch etwas, was wir im Programm haben, ist auch bereit, Geld in die Hand zu nehmen, um den Menschen einen wirtschaftlichen Anreiz zu setzen, dass sie in ihrer alten Heimat ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen. Auch das würden wir als AfD tun. Aber das, liebe Freunde, das ist gut investiertes Geld. Wenn wir hier die Landesregierung stellen ab September 2024, dann wird es als erstes eine große Abschiebeoffensive geben. Und es wird vor allen Dingen... Dann machen wir den Erfurter Flughafen zum Abschiebeflughafen. Der ist sowieso nicht gut genug ausgelastet und die anderen Bundesländer können sich dann auch noch ein paar Thüringer Maschinen chartern. So, haben wir auch noch eine Einnahmequelle generiert, wenn man so schön sagt. Und mir wird es eine besondere Freude zu sein, das zu tun, liebe Freunde, was Horst Seehofer 2015 ankündigte. Damals war er bayerischer Ministerpräsident, aber niemals tat. Der ein oder andere von euch kann sich noch erinnern, als er sich aufplusterte und als Merkel die Grenzen öffnete bzw. nicht schloss, von der Herrschaft des Unrechts sprach. Ja, eine Herrschaft des Unrechts, weil das Europarecht Dublin III, weil das Bundesrecht Asylgesetz, das Grundgesetz nicht mehr exekutiert wird. Wir sind aufgrund der Migrationspolitik nicht mehr als Rechtsstaat anzusprechen. Seit 8 Jahren Herrschaft des Unrechts, seit 8 Jahren permanenter Putsch von oben. Das ist der Zustand dieses Landes. Die Gesetze, die da sind, die gut sind, die werden einfach nicht mehr ausgeführt von den Regierungen. Was würden wir machen, wenn wir die Regierung in Thüringen stellen? Dann gibt es das Organstreitverfahren, das Seehofer ankündigte, aber das er nicht umsetzte. Wir werden als Thüringer Landesregierung den Bund verklagen, damit der Bund endlich gesetzeskonforme Migrationspolitik macht, damit die Grenzen endlich geschlossen werden für illegale Migration, damit die Grenzen kontrolliert werden, damit der Wasserrohrbruch gestoppt wird. Und dann werden wir anfangen, das Wasser aus dem Haus herauszuschütten. Wir werden noch viele andere gute Dinge machen. Wir werden den Mittelstand entlassen. Wir werden alles tun, was möglich ist auf der Landesebene, um die Auswirkungen, die wirtschaftsschädlichen Auswirkungen der Klimapolitik zu reduzieren. Wir werden die Entideologisierung des Staates vorantreiben. Thüringen ist ein Linksstaat geworden. Neben den 200 Millionen Bundesgeld im Jahr für Kampf gegen Rechts, das in linksextreme Vereine reinfließt, gibt es auch ein Thüringer Landesprogramm. Das werden wir beenden. Es wird in Thüringen keine Ideologieproduktion durch den Staat mehr geben. Wir können selber denken, wir brauchen kein betreutes Denken. Bildungsoffensive, Familienoffensive, es ist so viel zu tun. Aber nur die AfD hat den Willen und René, das habe ich am Ende noch gehört, deine Ausführung, hat den Willen und hat auch die Politiker, die den Willen haben, dicke Bretter zu bohren, auch dem Zeitgeist Paroli zu bieten, weil dieser Zeitgeist auch nur gemacht worden ist von interessierten Menschen, die Geld haben und die Macht haben, Meinung zu machen. Und weil wir in dem Bewusstsein unterwegs sind, dass wir nicht nur das Recht haben, sondern die Pflicht haben, dieses Land als demokratischen Rechtsstaat zu erhalten, seinen noch Wohlstand zu erhalten und dieses Land als Erbe ungeschmälert an unsere Kinder und Enkel weiterzugeben. Das ist unsere moralische Pflicht und dafür sind wir vor 10 Jahren angetreten und diesen Kampf werden wir gemeinsam mit eurer Hilfe Ende 2024 erfolgreich durchgekämpft haben. Ich danke euch!